Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Fallout New Vegas. Ich bin Dude Derf und wir befinden uns hier an der Tankstelle, in der sich Ringo vor der Pulverbanditenbande versteckt. Getränkautomat geplündert, so wie das jeder Guter, ja, wie es eigentlich jeder macht. Und mal umschauen, gibt es hier irgendwas Nettes, Kleines? Nö. Dann würde ich sagen, gehen wir nach drin. Bam, bada, bada. Niemand da? Hey, doch. Keinen Schritt näher. Wow, wow, wow. Was wollen Sie von mir? Mein Name ist Noob und ich bin... Ja. Keine Ahnung. Tut mir leid wegen der Ich will gar nichts. Sie haben mich einfach kalt erwischt. Sie Sorry. Haben einen schlechten Start erwischt. Wie wäre es mit einer Partie Karawane? Sie wissen doch, wie man das spielt. Ich habe keinen Plan. Was sind die Regeln für Karawane? Das ist ein Spiel für zwei Spieler. Der Sieger bekommt den gesamten Einsatz. Man baut mit seinen Karten eine Karawane. Das Ziel ist es, Karawanengebote zu machen, die die Gebote des Gegners schlagen. Es geht also mehr um Strategie als um Glück. Darum sieht man Karawane auch in keinem Casino. Es ist zu langsam und wichtiger, die Bank hat keinen Vorteil. Hier, nehmen Sie dieses Holoband. Es erklärt die Regeln genauer. Sie benötigen außerdem einen Kartensatz. Hier, einer von meinen. Also, Lust auf eine Partie? Nein, danke. Denn ich habe keinen Plan, wie man Karawane spielt. Also, da, wenn mir jemand helfen will, dann kann er mir einen Crashkurs in Karawanen geben oder was weiß ich. Aber labern wir erstmal ihn da. Schon, aber allzu hart sieht er nicht aus. Offenbar hat er Angst, dass ich ihn von einem Fenster aus abknalle, wenn ich ihn sehe. Und er hat recht. Ha, ha, ha. Ich habe ein viel größeres Stalbock. Problem, wenn seine Kumpels aufkreuzen. Mit allen werde ich in der Schießerei nicht fertig. Sie nicht. Aber ich... Meine Karawane kehrte gerade aus Kalifornien zur Firmenfiliale in New Vegas zurück, als wir überfallen wurden. Nicht mal ein Waffen fallen lassen und Hände hoch, bevor die Kugeln flogen. Wir haben uns nach Kräften gewehrt, aber das waren zu viele. Ich habe ein paar Banditen erledigt, bevor ich mich verzog. Also nehme ich an, dass Ihre Freunde auf Rache aus sind. Okay. Ich tauche jetzt so lange wie möglich unter, sofern mich die Stadt nicht den Wölfen vorwirft. Das ist aber ganz schön feige, Meister. Ich habe keine Chance. Ja. Zu zweit würden wir nicht mehr erreichen als ein gemeinsames Grab. Oh, kuschelig. Wenn jedoch noch ein paar andere Leute aus der Stadt an Bord wären... Ja, ich werde mich darum kümmern. Ich werde hier unsere Gang zusammentrollen. Sie gehört zu den freundlichsten Leuten hier. Werden wir diese Typen so voll fett. Hm, richtig. Von hinten. You say what? In the butt. You say what? In the butt. What? Hey, Tresor. Ach nee, ich muss ja schon... Nee, gucken. Na, verdammt. Ha, geöffnet. Nehme ich. Komm schon, Sack. Oh, Kartoffelchips. Brauche ich nicht. Whoop. Ja, verdammt, hab ich erkannt. Versteckt. Haha. Aber ich hasse es, Leute zu beklauen, weil das kann ich absolut nicht. Ich bin zu unfähig dafür. Also als Taschendieb bin ich eine Niete. Oh ne, ich kann dafür andere Sachen. Zum Beispiel alles andere hier ausräumen und ich wollte wohin, denn ich habe, wie sicherlich viele andere auch, den guten alten Code Dirky 49 gesehen mit seinem Kommentar zu Fallout New Vegas
Ach ja, Commentary, sowas ähnliches wie Let's Play, aber halt nur sowas ähnliches. Und da hat er sich hier am Anfang eine wunderschöne Waffe geholt. Nahkampfwaffe, die ich eigentlich nicht so mag, aber schön genug, als dass ich sagen würde, ja, die würde ich nicht aus meinem Inventar schubsen. Und dazu müssen wir, ich glaube, da hoch und dann dahinter. Und dann weiß ich nicht mehr weiter. Er sagte in, ja, in seinem Video, dass das eine der stärksten Nahkampfwaffen im Spiel überhaupt ist. Und ja, kann dir nicht schaden, diese Waffen mal bei sich zu haben. Gibt sicherlich immer irgendwelche Idioten, die nah an einen rankommen und die man so schön wegfisten kann. Mit der ganzen Macht seiner Mächtigkeit. Das war, glaube ich, hier links dann irgendwo. Überhaupt, ich höre, was ich speichere am besten nochmal. Als ich das zum ersten Mal hier versucht habe, da hat mich irgendwas, ich will nicht sagen, ganz schön abgefuckt, aber ich bin gestorben. Das war hier dahinter. Hier irgendwo dahinter. Ich weiß, dass es hier irgendwo war. Da unten ist es. Da sieht es ganz schön rot aus. Ein freundlicher Rabe. Na, Chance's Grab. Messerschneider. 16 Schaden, aber Schaden pro Sekunde 63. Mal gucken, was hat hier mein... Die 10er Pistole Schaden 11 und... Den scheint gar keinen Schaden pro Sekunde. Auch keiner. 9. Ja, okay. Baseballschläger. Auch nicht. Naja, okay, dann halt nicht. Wir speichern, jetzt muss ich hier nur wieder wegkommen. Ich glaube, mit denen möchte ich mich nicht anlegen. Oh, verdammt. Ich muss hier weg. Vorsicht. Ich glaube, diese Viecher haben jetzt noch relativ dolle weh getan. Als ich das letzte Mal hier lang gegangen bin, da war ich... Ist das eine Person oder ein Ding des Kirchens? Wow, wow, wow. Ja, dieses Ding tut, glaube ich, weh, wenn ich... Ja, dieses Ding tut scheiße weh. Ich muss irgendwie versuchen, das auf Abstand zu halten und... Ich hoffe nur, dass hinter mir nichts ist. Ja, verdammt. Stein. Dreck. Oh, verdammt, zwei davon. Dreck, jetzt bin ich... tot. Weiß, ich könnte mich jetzt noch dagegen heilen, aber ich glaube, das... Oder? Könnte ich? Ich könnte das hier nochmal voll rapen.
Oder auch nicht. Oh, drei davon. Na, okay. Das war definitiv, definitiv eindeutig Overkill. Ja, gut. Ich würde sagen, probieren wir das Ganze noch einmal. Hm? Vorsicht. Jetzt einfach mal so schnell wie ich kann. Ich werde ja nicht wieder zurücklaufen. Ich komme hier anscheinend nicht mehr hoch. Ah, ich mag nicht da unten langlaufen. Da unten gibt es nur wieder Tod und... Na, warte. Ich habe eine viel bessere Idee. Ha! Ach, ich bin so verflucht. Naja, okay. Warum ich denn nicht von Anfang an drauf gekommen bin? Schnelles Reisen. Nö, du brauchst kein braucht kein Schwein. Obersunny Smiles. Ich frage mich, warum es hier überhaupt eine Gehen-Funktion gibt. Gut, vielleicht fürs Schleichen, aber wenn ich schleichen würde, dann hocke ich mich hin. Und selbst dann bin ich, glaube ich, schneller als... Kann ich auch zu Sunny Smiles hinreisen, oder... Könnte ich... Ich weiß noch diese... Erst will ich noch diesen coolen Typen, der da... So lässig... Ach so, er schon wieder. Hm. Ich will nicht sagen, ich mag ihn nicht, aber ich mag ihn nicht. Deswegen will ich auch nichts mit diesem Pulver-Gang-Typen zu tun haben. Ich weiß, dass man mit denen auch ein paar Quests machen kann, aber... Nö. Sie sind mir relativ unsympathisch. Deswegen können sie bleiben, wo der Pfeffer wächst. Beziehungsweise werde ich sie dahin zurückballern. Und zwar mit all my mightiness. Hm. Und nicht anders. Aber ich werde jetzt einfach auch mal auf meinen... Wo ist es denn? Endschussflinte. Messer Schneide wechseln. Wer will sich mit mir anlegen? Ach, Fuchtel, Fuchtel, Fuchtel. Ich würde sagen, sterb, sterb. Vendetta, Vendetta. Hm, wo ist sie denn? Sunny Smiles? Sunny Smiles? Sunny Smiles? Oh nein, es ist der Geist von Sunny Smiles. Ah. Was macht die bitte hier draußen? Hat nichts zu tun, oder wie? Wo ist ihr Köter? Hallo. Hey, was geht? Bleiben Sie noch länger in Good Springs? Ich werde, ja, ganz genau. Sagen Sie nichts weiter. Ich bin dabei. Yay, Anhänger Nummer 1. Joe Cobb will uns in Ruhe lassen, wenn wir ihm Ringo übergeben. Aber ich kenne Kerle wie ihn. Früher. Allerdings, wenn sie... Trudy, Easy Pete. Also ich weiß, dass ich... Ich werde warten. Chat könnte ich vielleicht dazu kriegen. Easy Pete kriege ich nicht und... Ja, Trudy... Trudy kriege ich. Weil Easy Pete ist Sprengstoffzeugs und Sprengstoffzeugs bin ich nicht so gut. Wie ihr ja vielleicht wisst, Dynamit. Ich kann es nicht leiden, mit Dynamit um mich zu werfen. Dynamit saugt. Hm, damit ihr es wisst. Flop out, Hoodie. Hoodie kann ich dazu kriegen, dass ihr uns... Das mag ich auch übrigens. Dass wir uns ein paar Leute zur Unterstützung... Was ist sie denn? Tui? Oh, nö. Big Iron is it. The Big Iron is it. Mal gucken. Easy Pete. Howdy. Howdy. Gefährlich. Nee, schaffe ich nicht. Yep.
Nö, dann nicht. Dann kannst du ins Gestohlen bleiben. Jep. Bleib ins Gestohlen. Jep. Verzieh dich, Alter. Jep. Ja. Yippie-yay-yay, Schweinebagge. Versuchen wir ihn herumzukriegen. Gib uns ein Zeug. Möchten Sie Vorräte kaufen? Ja, ganz genau. Moment mal, ich war nie... Na gut, Sie haben mich überzeugt. Juhu, ich krieg eine Lederrüstung. Ich kann einige Leute mit Lederrüstung und extra Munition ausstatten. Ich hoffe sehr, dass sich das lohnt. Und ich, Du darfst dich hier verstecken, ganz genau. Zweimal. Beide mal. Wenn... Bla 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 bla. Wer ist Mr. House? Ich kenne nur Dr. House. Ich weiß nicht viel. Mr. House hat sein eigenes Casino. Die anderen Casinos halten sich... Ich... Bla bla, interessiert mich alles nicht. Immer mit der Ruhe. Ich meine, eigentlich höre ich diesen Leuten ja gerne zu, aber ich habe ja immer meine Uhr liegen. Und die sagt jetzt schon wieder 16 Minuten vorbei. Ich möchte meine Zeit nicht mit unnötigem Gelaber verschwenden, wenn ich ja doch stattdessen solche tollen Sachen machen kann. Wie... Oder... Genau sowas. Doc Mitchell. Gib uns alles. Willkommen zurück. Hatte nicht. Ja, ganz genau. Mit meinem Cup. Oh, 3 Stimpaks. Ich habe nicht viel. Oh Mann, ich bin so gut. Schön vor sich. So, jedem in Krempel eingesackt. Und jetzt suchen wir noch Trudy. Trudy! Oh, Trudy, wo bist du? Ob sie jetzt in ihrem Saloon rumhängt, oder? Sie Pete, den will niemand. Niemand mag dich, Easy Pete. Nicht einmal Hard Pete. Wenn es ihn geben sollte. Prospector Saloon. Ach nee, die Tür ist doof. So, dann wieder rein. The Big Eye, non is hip. Big Eye, non is hip. Hip. Ach nee, da geht's zu Dingenskirchens. Und wo ist sie denn? Ist sie doch in ihren Saloon? Meine Fresse. Hallo? Hallo? Howdy Partners. Was geht? Ah, ach, da ist hier. Sie wollen es also mit Joe Cobbs machen? Oh ja, das wollen wir. Sehr riskant. Ich hatte vor, das auszusitzen. Ich werde mal mit ein paar anderen Leuten... Jetzt haben wir unsere eigene Gang. Und mit der werden wir den mächtig. Es passiert. Okay. Auf Wiedersehen. Passen Sie auf, wir haben ein Level Up. Ich könnte jetzt noch Sprengstoff... Nö, ist es nicht wert. Glaube ich. Ich glaube, ich werde einfach mal 5 Punkte in den Nahkampf packen. Reparieren 3. Damit ich da auf ein ausgewogenes irgendwas komme. Hier rein 3. Hier rein 3. Nee, warte, brauche ich gar nicht. Ach, überleben. Für den Arsch. Brauch kein Schwein. So, fertig. Cool. Dann haben wir, glaube ich, jetzt alles erledigt, was wir erledigen können. Und, ja... Gott, ich bin erkannt. Bin ich jetzt verschwunden? Nein, bin ich nicht. Ja, in der nächsten Episode werden wir uns dann mit
der Pulverbande anlegen und das wird ein Freudenschmaus und ich werde erstmal mein neues Zeug anlegen, was ich bekommen habe. Das mache ich jetzt noch. 5 Spielerhut. Ja, nehmen wir den Spielerhut. Und sehe ich sexy aus. Oh ja, ich sehe sexy aus. Niemand legt sich mit mir an. So. Okay, das war's dann für diese Episode. In der nächsten Episode würde ich sagen, reden wir mit ihm und machen uns voll mit Dingenskirchen. Bereiten uns voll auf unseren All-Out War mit der Pulverbande vor. Ich bedanke mich fürs Zusehen und schaut auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Fallout New Vegas. Ich bin Duel Derfer. Bis dann. Ciao.